Liebe Genossinnen, liebe Genossen, ich möchte gerne was sagen eigentlich zum Thema kommunales Wahlrecht für Leute ohne Staatsbürgerschaft in Wien. Ich freue mich natürlich, dass der Antrag 516 auf Zustimmung empfohlen ist. Ich denke aber, dass das Thema in der SPÖ Wien von uns allen mit zu wenig Dringlichkeit verfolgt wird. Kleines Beispiel aus dem politischen Alltag. Letzten Donnerstag am Plenum ist bei uns eine neue Aktivistin aufgetaucht. Sie ist in Istanbul geboren, hat einen ungarischen Background, das heißt, sie spricht Türkisch-Ungarisch, außerdem noch Russisch, Englisch und Deutsch. Jetzt studiert sie Mathe in Wien. Sie hat sich selbst Programmieren beigebracht, arbeitet in einem Start-up. Von sich selbst sagt sie, dass sie Wienerin ist. Wählen bei den Gemeinderatswahlen darf sie nicht. Das ist eine von hunderttausenden solcher Geschichten, denn unser Wahlrecht in Wien schließt derzeit knapp ein Viertel der Wiener Wahlbevölkerung aus. Also wie der Bevölkerung im wahlfähigen Alter aus, eben weil sie keine Staatsbürger, Staatsbürgerinnen sind. Das ist nicht ungewöhnlich für die Zeit, in der wir leben, bescherben soll aber ein ordentliches Demokratiedefizit. Also wenn in einzelnen Bezirken bis zu einem Drittel der wahlfähigen Bevölkerung kein Mitspracherecht hat, bringt das die Politik und ihre Vertreterinnen ziemlich in Bedrängnis. Die SPÖ Wien hat deshalb schon vor 20 Jahren am Landesparteitag festgelegt, dem ein Ende setzen zu wollen. Ja, es ist wirklich schon so lange her, dass es den ersten Antrag zu dem Thema gibt, weil wir genau wissen, worum es in der Frage geht, nämlich darum, welche Rechte in einem Sozialstaat den Menschen gewährt werden oder vorenthalten werden. Bei der Umsetzung ist Wien vom Verfassungsgerichtshof ausgebremst worden. Wie vom Volk das Recht auszugehen hat, muss im Nationalrat mit 2/3 Mehrheit beschlossen werden, so der Gerichtshof. Derzeit ist das Wahlrecht an die Staatsbürgerschaft gekoppelt und Staatsbürger darf in Augen des politischen Gegners nur werden, wer Leistung bringt und sich integriert. Also statt die Möglichkeiten zur politischen Teilhabe von sich heraus zu erweitern und so die politische Integration zu fördern, hat Integrationsminister Kurz das Wahlrecht sogar als Goodie bezeichnet, als das Zuckerl, das man obendrauf bekommt. Integrationspolitisch und demokratiepolitisch natürlich eine wahnsinnige Aussage. Wenn man nur ein Wahlrecht erlangt, indem man Staatsbürgerin wird und wenn man Geld am Konto braucht, damit man Staatsbürgerin wird, ist das ein verstecktes Zensuswahlrecht. Natürlich hat es eine Annette Trepko leichter, eine Staatsbürgerschaft zu erlangen und so Zugang zum Wahlrecht zu bekommen, als es meine Billa-Kassierin aus Lateinamerika hat. Außerdem trifft es eine Gruppe besonders, nämlich die jungen Wienerinnen und Wiener, denn die Bevölkerung ohne Staatsbürgerschaft ist wesentlich jünger als die durchschnittlichen Österreicherinnen und Österreicher das sind. Also während für die Einführung eines Wahlrechts auch auf kommunaler Ebene in Wien eine 2/3 Mehrheit im Nationalrat notwendig wäre, kann das österreichische Einbürgerungsgesetz im Gegenzug mit einfacher Mehrheit verschärft werden. Es kann derzeit also eine relativ kleine Gruppe im Nationalrat darüber entscheiden, den Pool der Wählerinnen und Wähler klein zu halten, während es große politische Mehrheiten braucht, um den zu vergrößern. Das Problem wird in Zukunft größer werden, Wien wächst rapide. Gleichzeitig schrumpft aber die Wahlbevölkerung. Das ist eigentlich irre, oder? Wir sind bereits die 7. größte Stadt in der Europäischen Union und die Lebensrealität in so einer Stadt ist es einfach, dass dort viele Menschen aus dem EU-Raum und aus dem Nicht-EU-Raum leben und das ist eben die Grundidee der Demokratie, dass die sich auch einbringen können. Sie sind von den Gesetzen da genauso betroffen, wie ich, die eine Staatsbürgerin bin. Jetzt werdet ihr euch fragen, warum erzählt uns das, wenn wir eh seit 20 Jahren dafür sind, dass das Wahlrecht ausgeweitet wird in Wien. Na, es ist einerseits kein Ruhmesblatt für uns als Wiener Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, wenn wir dafür seit 20 Jahren nichts weitergebracht haben. Natürlich, die ÖVP verhindert das, die FPÖ ist natürlich auch kein Fan davon, aber wenn man sich nicht dafür einsetzt, wird sich auch in Zukunft nichts tun. Man braucht die richtigen Bündnispartner, um so eine Politik umzusetzen und um die Diskussion am Vormittag anzuknüpfen. Der richtige Partner ist nicht der, mit dem es in der täglichen Zusammenarbeit am wenigsten Nerven kostet, sondern der, mit dem ich meine Ideen von einer gerechteren Welt umsetzen kann. Und dass es in Wien die Wiener Grünen am ehesten natürlich sind, brauche ich da gar nicht extra zu sagen. Politik heißt nicht, sich nur um Dinge zu kümmern, die leicht ändern kann. Es heißt nicht, dass ich mich nur um Sachen einsetze, die mir ohne Mühe gelingen. Es ist höchste Zeit, dass wir unsere Energie in Wien für ein Wahlrecht für alle, die in Wien leben, einsetzen. Und das kann man, glaube ich, von allen hier von uns verlangen. Freundschaft.